ist am Putzen. Ja. Hab vorhin schon gerade gesagt. Warum putzen die eigentlich jetzt? Sind da nur noch zwei Blöcke? Ja, es ist halt die Klinik, die macht immer zwischen den Blöcken das Feld wieder spielbar. Wie ihr sehen könnt, wird dort die Grundlinien werden geblowert, die Deckungen werden von den Innenseiten abgezogen, sodass es einfach für die Marshals auch ein bisschen leichter ist. Vermeintliche Fehlentscheidungen werden dadurch halt reduziert. Wen sehen wir denn gleich? Wir sehen Rebirth Berlin gegen Axis Prime. Showdown gegen Völlegeil. Ich brauche erstmal einen Bonbon. Komm mit dir. Sogar zwei. Yeah. Hm? Moment, ist die Schocker hier? Ich hab eine Schocker hier, aber die ist nicht mehr hier. Ja, ich warte noch mal. Wie gesagt, nächste Woche kommt 4 und dann nochmal 4. Und dann nochmal 4. Und dann nochmal 4. Ja, das Ding rennt und ist auch mega geil. Bei dem Preis ist der Wahnsinn. Eine Live-Tabelle wäre ganz cool jetzt gerade. Wie sich das verändert hat. Ist da bestimmt irgendwo. Kann man gut. Müssten online zu sehen sein. Wollen wir da mal kurz aufmachen? Eine Minute! Ja. Würde mich mal jetzt brennend interessieren. Das finde ich so langsam hier. Wollen wir es sonst mal tauschen? Ja. Wir tauschen mal. Wir können auch YouPorn aufmachen. Ja, sehr schön. Ja? Da freut sich der Besitzer des Laptops bestimmt. Ja. Wenn wir noch mal schnell zwei Filme streamen. Mhm. Oh, 30 Sekunden, ich habe gleich die Live-Tabelle vorne. Es handelt sich nur noch um ein paar Sekunden. Das kann ich noch Stunden handeln. Ja, ist nicht ganz so vergangen. Wann macht ihr hier denn mal eine WLAN-Antenne für uns? Dann! Für uns kauffreudiges Publikum. Ja. Das ist immer eine gute Sache. Wir ziehen ja selbst das Internet über Satellit und es ist auch nicht so prickelnd. Aber im Moment das Beste, was wir haben können. Rebirth. Oha, Rush durch M mit zwei Leuten links und rechts. Schießen den ersten Spieler von Axis Prime. Jetzt G1 bei Rebirth. Ein M-Läufer hat es nicht geschafft. Axis Prime dann noch zu dritt. Wenn ich das richtig sehe. Oder ist die Dorito Corner geladen? Kannst du das sehen? Ja, ich kann es auch gerade nicht sehen. Da steht ja eine Tonne davor. Auf jeden Fall Doppel-Center. Doppel-Center und der, ein Tempel. Und der innere Tempel. Also G2 bei Axis Prime. G1 bei Rebirth. Bei Rebirth, genau. Geiler Move eben. Jetzt fliegt der Eddie auch ab aus dem M. Die Idee war super. Also hat ja auch geklappt, aber sie hätten sich ein bisschen länger halten müssen. Beziehungsweise das erste Mal so gesehen heute. Der Doritos-Spieler hätte es da ein bisschen gleich ausnutzen müssen, um noch weiter zu kommen. Jetzt Axis Prime im M. Er fliegt aber ab. Nur ganz kurz. Ja, jetzt müsste der Dennis ein bisschen aufmachen hier auf der Seite von Rebirth. Axis Prime besetzt das Dorito 1. Hm? Rebirth ist aus dem Dorito abgeflogen, aber und hat gleich danach gesetzt. Nach. Und jetzt macht er auf Richtung Snake. Drei Axis Prime Spieler gegen zwei Rebirth Spieler. Snake One auf Rebirth. Muss weiter vor. Ja, also das hier nicht. Und jetzt ist ihn raus. G2 bei Axis Prime. Axis Prime, Tippy One und Center. Genau. Rebirth hier in der Snake, also nur Rebirth. Das ist
Jetzt kann er sich aber auch Dorito 1 noch ziehen. Er muss noch ein bisschen nach vorne. Reverse total aggressiv. Jo. Hat auch das Dorito 1 jetzt geschossen. Da läuft nur noch der Center bei Axis Prime und den hat's auch erledigt. Was ist los bei Reverse? Da gab's, glaube ich, eine ganz harte Ansage vom Spotty. Aber von Nikolai. Oder von Nikolai. Eher von Nikolai. Meinst du, Nikolai ist auf die Kreativität gekommen mit zwei M-Runnern? Das vielleicht nicht, aber die Ansage kam. Also auf jeden Fall, dass sie mal die Eier auf den Tisch packen müssen, die kam von Nikolai. Und Live-Tabelle. Nice! Live-Tabelle. Sunrise immer noch auf 1 aktuell. Mit 9 von 10 Spielen. Gefolgt von Damage und Showdown. Showdown und Kingsize punktgleich. Wer ist denn auf den Abschiedsplätzen? Oh, das ist natürlich interessant, wer aktuell da ist. Aktuell Dipsticks und Badfingers auf Abstiegskurs mit jeweils 2 Spielen. Die nächsten Gefährdeten wären Kansas Kism und die Stylos. 10 Sekunden laufen, Showdown links. Geier rechts. Geier Double Center. Snake Corner G1 auf Geier. Oh, das war schlecht. Ist der Snake Corner angekommen bei den Geiern? Auf jeden Fall ist die Snake Corner bei. Ja, ist sie. Auf jeden Fall auch bei Showdown die Snake Corner geladen. G2 bei den Geiern. Jetzt machen sie wieder auf aus dem Center. G3. Das hat ja seinen Grund, dass er da abgeflogen ist. Ja. So, Showdown jetzt im M. Und bei den, jetzt über bei die den Geiern nur noch der Tempel und die Snake Corner. Also die Dorito-Seite komplett frei. Und Showdown jetzt in der Snake. Ja, da war ein Hopper, würde ich sagen. Oh, one for one. Und der Dorito-Spieler bei Showdown fliegt auch ab. Was bleibt denn jetzt noch übrig bei Showdown? Bei Showdown? Nur noch eine MM. Das M und der Tempel. Simple Laden, aber bei Völligern ist Sense. Ja, die sind grob geworden. Wow. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Spiel für Showdown. Wenn sie Richtung Aufstieg weiterspielen wollen. Ja. Sunrise hat heute auch noch ein Spiel. Ja, gegen den Killzone. Letzte Big in letzter Block. Wird sich zeigen, wie die Jungs von Killzone das wegstecken, dass die heute schon. Die haben halt nur auf den Sack gekriegt, ne? Nein, die haben auch gegen die Völliger gewonnen mit 40. Okay. Aber heute Morgen im dritten Block. Ja, wir haben gestern ziemlich lange noch gefeiert. Gab es da was zu feiern? Ja, einfach, dass wir alle hier waren. Eure Jugend. Unsere Jugend, ja. Auf uns, gegrillt. War ein schöner Abend. Ein paar Runden Hacky-Sack. Ja? Da wäre ich raus. Das war lustig. Als Bewegungsliga-Steniker wäre das nicht mein Sport. Aber jetzt sind wir mal ganz gespannt. Warum stehen die Rauchgranaten so? Wer kauft sowas? Eddie will breit. Jetzt direkt. So schnell. Und wieder einer MM von Wieder einer MM. Breit auf der Snake-Seite. Auch noch sauber. Ist jetzt alles clean. Axis Prime Double Center. Temple und K. Und die. Die schubsen sich da fast selber aus dem Center gegenseitig. Ja. Axis Prime schießt jetzt mit. Drei Kanonen auf die Snake. Ja. Und der Double Stand, der wurde aufgelöst von Reverse. Ja. Jetzt ist nur noch ein Axis Prime Spieler drin. Oh, der Eddie hier. Eddie, oh, Snake 4. Snake 5. Snake 5. G1. Und jetzt zieht er einen nach dem anderen. Du. Dorito 1 ist besetzt jetzt von Axis Prime. Nachbesetzt, der fliegt jetzt G3. Gleich ab. G4, da nur noch das Dorito. Das war's. Oh, was ein Punkt, ey. Es gibt Punkte, da ist Eddie eine Maschine, und es gibt Punkte, da kann man nur die Zirkusmelodie anspielen. Ja. Aber man muss sie noch lassen, ne? Ja, ist ja auch schon ein paar Tage dabei, ne? Ja. Der zweite Tag können wir angerissen hier. Ja, zwei Takt wird angerissen. Wir müssen ein bisschen was nachpusten. Die Medusen. Ja, die Medusen, ein bisschen die M-Beine.
Ja, Firma Adrenalinsport stellt momentan die beste Qualität der Sub-Air-Felder her. Hey, nicht so lachen, ja? Wer selbst ein Spielfeld hat, wird wissen, was ich meine. Für alle, die sich fragen, warum die Deckung so oft nachgebohrt werden müssen, sie sind ein halbes Jahr alt. Das zeugt von Qualität. Vielen Dank, Firma Adrenalinsport. Habt ihr denn auch gelesen, dass ihr die nicht mit der Drahtbürste sauber machen sollt? Ja, also steht schon eindeutig drin, wie man es machen soll. Und ja, naja. Ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Themawechsel. Also ich kann es nochmal sagen, der Service hier mit Blown ist super. Vielen Dank. Ich muss mal an meine Funke. Ja, mach das mal. Ja, die Völdiger stehen ja schon bereit. Showdown steht schon bereit. Das Einzige, was noch ist, der Mann mit dem Zweitakter auf dem Rücken ist noch im Feld. Aber das ist auch gleich vorbei. Und dann geht's hier weiter. Hier gibt's Bargeld. Echt? Völliger, ja, doppeln den Tempel. Jetzt machen sie auf. Showdown verliert den ersten Spieler, verliert den zweiten Spieler. Wieder durch One. Wahrscheinlich wieder durch One for One. Showdown im Center. Völliger, ja, alle live. Ja. Wir können das jetzt eigentlich sauber runterspielen. Und wenn jetzt breiter. Aber Völliger tun sich irgendwie schwer. Ja. Also deutlich Überzahl, Showdown-Kanonen alle Richtung Snake und keiner drückt. Doch jetzt kommt er. Tippi 2. G3 auf Showdown, also G4. Ja. Nur noch die Corner, wenn ich das richtig sehe. Nur noch die Snake-Corner bei Showdown. Jetzt muss was kommen hier. Ja. Oder zumindest ein Towel. Netter Run-Through von Herrn Müller. Müller ja auch schon ziemlich lange dabei. Ne? Ja, das ist schon ein altes Kind. Ja. Ach, mach die so, Kingsize reißen schon ab. Finde ich gut. Tschüss an Team Kingsize, kommt gut nach Hause, fahrt vorsichtig, denkt an die Kontrollen rund um die Abbey. Danke nochmal an Kevin für die Leihgabe, kriegst du Montag wieder. Was hat der Kevin denn nie? Ein bisschen Spielzeug. So, geht die Reverse-Show jetzt hier weiter oder? Oder wie sehe ich das? Bisschen stressig gerade, 10 Sekunden laufen. Eddie will durchstarten. Access Prime wieder mit. Doppel Center. Tippy Corner fliegt ab. Oh, G2 auf, ja, auf Reverse-Seite. G2 auf Reverse. Center, der Cake und das Taxi. Jetzt müssen wir erstmal wieder Vorteile erarbeiten. Access Prime noch zu 5. Haben wir jetzt aufgemacht auf der Snake-Seite, ja, nur noch zu viert. Aber haben die Dorito Corner Doppel-Center und die kleine Medusa auf der Dorito-Seite. Aber Eddie ist hier im Cake auf der Snake-Seite. Ja, und macht er wartet nur noch. Macht sich den Weg frei. Steht. Jetzt ist einer Snake. Ja, jetzt kommt er. Snake 2, Snake 3. Eddie the Rocket. G2. Wieder in der Snake ganz weit vorne. Zieht jetzt ein nach dem anderen Center, G4. Die Medusa, jetzt das ist nur noch die Tippy Corner. Die Dorito Corner.
sich jetzt ein bisschen schwer mit der Dorito Corner, aber... Er arbeitet sich ran. Aber der wird jetzt schön unter Druck gesetzt. Auf Tippi 3 ist auch noch ein guter Spieler. Und da kommt er über die Tippis. Raus. Das war der Haki auf der Dorito-Seite. War das? Der Haki. War aber nicht mehr in der Lage zu bassern, das wollte Eddie machen. Mhm. Ich glaube, er wurde jetzt auch gerade noch rausgenommen. Wie steht das denn? Und den Annahme gegen? Ja, das kann ja eigentlich Piste werden. Kannst mal sehen. Immer wenn du hier sitzt, machst du mich ganz wuschig. Ich vergesse nämlich die Punkte aufzuschreiben. Wow. 3-0 für Rüber. Rüber ist das Ding jetzt 4-0 dicht macht, ne? Ja. Und Schöner und so weiter. Warum so lieb? Dann können sie ganz schön Plätze verlieren. Ja, das wäre geil. Hätte er wieder mit Doppelcenter. Und Doppeltempel. Haben sie aber wieder einen geschossen bei Showdown. G1, Showdown Double Center, den Tempel und den Cake. Leute, gar ja alle live, ne? Nein, auch keiner raus. G1. Das Center wieder aufgelöst, wurde nachgesetzt an die Can. Showdown macht ein bisschen breiter in die Pfanne, auf der Dorito-Seite. Völliger haben wieder aufgelöst, den Doppeltempel. Jetzt wieder beide Tempel besetzt, machen Druck aufs Showdown. Oh, Strafe für Showdown. Oh, one for one für Showdown. Dafür aber jetzt Center und Tippi 1. Aber Tippi 1 auch mit Völliger. Mit zwei Spielern gegen vier Völliger. Nicht angekommen in den Doritos. 3 gegen 2 aktuell. Was ein bisschen schade ist, dass die Fördiger ja jetzt hier komplett über die Snake-Seite arbeiten. Fördiger jetzt im M und in der Snake 3. Wir haben jetzt richtig Druck auf den Rüdo-Spieler. Verlieren aber auch ihren Backplayer. Ja. Und sind auch nur noch 2 gegen 2. Ich bin jetzt beide schön auf den Rüdo-Spieler. Jetzt könnte es schon breiter machen. Wir haben es vorhin ja schon ein paar Mal gesehen. Oh, der M-Spieler ist raus. M-Spieler ist weg, nur noch die Snake. Nur noch die Snake. Er weiß noch nicht, dass er alleine ist. Showdown wird jetzt buzzern, denke ich. Showdown wird buzzern. Warum buzzern sie nicht? Nee. Die tun sich auf jeden Fall beide richtig schwer miteinander. Aber du weißt ja, lieber eine Begegnung, die hart hin und her geht, die ja ordentlich gespielt wird fürs Geld, als so ein 4-0 ins Gesicht. Jetzt müssen wir ja noch mal ein bisschen was auf Funk absetzen. Benny, wenn Markus das okay gibt, dann bitte beide M-Beinständer aufpumpen. Ich hatte gerade schon mal gefragt, wir wollten noch beobachten. Okay. Funk ist das Feines. Wie ihr gerade gehört habt, habe ich gerade mit der Cleaning Crew direkt gesprochen. Machen einen wunderbaren Job. Die Jungs von TNT Outlaws aus Wolfsburg. Jetzt 10 laufen. Was geht jetzt bei Rebirth? 4-0, machen sie den Sack zu? Ja, nein. Double Center, Dorito 1 direkt, den Cake und den Tempel. Dorito fliegt aber ab. G1 bei Rebirth. Access Prime mit der Dorito Corner, dem Cake, Double Center und dem Tempel. Jetzt fehlt mir die Dynamik von den letzten Punkten. Da kommt gerade nicht viel.
uns. G2 bei Rebirth. Rebirth aber auch im Burrito 1. Burrito 1. Access Prime noch mit 5 Spielern. Auch jetzt im Burrito 1. Ja, geht er oder geht er nicht? Versuchen jetzt auch zu pushen über die Snake-Seite. Oh, da ist der Spieler raus in Access Prime. Rebirth spielt sich fest. Da muss jetzt dringend Initiative rein. Sonst wird das hier nicht. Die Zeit läuft ja für Rebirth. Ja, aber der vierte Punkt wäre halt auch richtig gut für Rebirth. Ja, aber wir haben ja noch genug Zeit. Da war der nächste Spieler raus bei Rebirth. Nur noch Dorito 1 und Center für Rebirth. Center ist auch nur noch das Dorito. Und das Dorito ist auch raus. Oh, selbst der Coach von Access... Der Coach von Access Prime hat sich verwirren lassen, weil der gute Nikolai noch Ansagen gemacht hat. Ich glaube, das war der Herrn von Rubers. Der hier gerade noch fälschlicherweise Ansagen macht. Die nächste Deckung Schrott. Oh Mann, ey, der kommt. Ja, da kommt richtig gute Stimmung auf. Der wurde doch gerade geblasen. Oder nicht? Nee, das war die Minute. Ist das ein anderer Hersteller? Sonst sieht man immer nur die Spielraketen-Rucksäcke. Ja, wir haben jetzt einmal sind wir umgestiegen auf Husqvarna. Und? Wir sind hoch zufrieden damit. Die Maschine verbraucht viel weniger. Und ist vor allem auch für den Träger ein bisschen angenehmer. Ist zwar ein kleinen Tick schwerer, aber dafür mal eben 30 dB leiser. Der Husqvarna läuft mit 77 dB, während der Steel 103 hat. Können wir gerne, habt ihr das mal gemessen? Das sind allein schon die Herstellerangaben. Können wir auch Spaß mal messen, wenn wir zum Training herkommen. Ich habe ein volles Gerät. Cool. Da können wir ja wieder mit Doppelcenter, aber haben jetzt schon den ersten Spieler verloren. Showdown alle live, Doppelcenter. Cake, Tempel und Dorito Corner. Die Völlegeier sind mit Doppelcenter, Tempel und Can auf der Dorito-Seite. Ich mach mal Refresh hier auf der Tabellenseite. Vielleicht kam da jetzt noch ein Spiel. Heute noch nicht refreshen, die erste Bill. Oha. Ich gucke hier gerade erste Bill. Erste Bill, ja. Naja. Naja. Ah, die Pferdegeier verlieren den zweiten Spieler. Irgendwas hält sich hier mächtig. Showdown hier jetzt schon im M. Dorito 1, Dorito 2 und auf der Snake-Seite auch schon gepusht. Hey, wir haben noch nicht weitere Updates. Ich guck mal kurz, was hier so komisch anhört. Taul von den Völlegeiern. Punkt Showdown. Punkt Showdown! Thank you.
komisch an. Irgendjemand, der aus seiner Flasche Luft rauslässt. Ja, muss ja mal gucken, ne? Könnte ja auch eine Füllstation sein. Ja. Das wäre auf jeden Fall ärgerlich. Seid ihr auch umgestiegen von Bauer auf, ja, auf das China-Produkt, ne? Klein. Und auch hochzufrieden. Firma Bauer wird immer teurer. Und langsamer. Und langsamer. Zu langsam. Das sei denn, also man kann ja auch nichts verstellen, ne, bei dem Bauer. Also höchstens den Ausgangsdruck, aber an der Füllrate, es sei denn, man bohrt den Druckminderer auf. Das ist aber auch nicht Sinn der Sache dann, ne? Rebirth. Beide Corner. Axis Prime. G1. One for one. One for one. G2. Schon wieder in der Snake. One for one auf Rebirth gegen Rebirth. 3 gegen 3. Ja. Wen haben wir denn noch bei Axis Prime Center? Den Cake. Und wo ist der dritte? Ich sehe den gerade. Der Center ist raus. Bei Axis Prime. Center ist raus. Eddie müsste jetzt schon mal da vorne sein. Der ist jetzt auch raus. Yep. Und one for one. Damit, das war's. Kann jemand buzzern? 4 zu 1 für Rebirth, würde ich sagen. Oder? Schönes Spiel, schöner Punkt. Wie sieht es denn eigentlich bei Axis Prime aus? 3 von 10 in der aktuellen Liste. Damit ändert sich an deren Platzierung erstmal nichts. Und Rebirth, Game Over! Bleiben dann auf Platz 10. 30! Fabian, 2-2 immer noch? 3-1 für Hannover Schauer. Oh, ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Okay. Und Rebirth hat jetzt 4-1 gewonnen. 4-1 Rebirth gewonnen. Damit ist aktuell Rebirth 7 von 10 mit 3 dazu. Das ist aktuell Rebirth nach dem jetzigen Stand auf Platz 3. Wenn man bedenkt, wie letztes Jahr bei denen gelaufen ist, ja, ist das schon eine gute Steigerung eigentlich. Gut gestiegen. Aber jetzt hat. Fehlt mir jetzt natürlich zum Weiterrechnen das Ergebnis von Showdown. Ja, die Völlegeier verlieren ja einen von den Center-Spielern. Für die Völlegeier war das auch ein ziemlich wichtiges Spiel, weil aktuell haben sie 4 gewonnen. Ne? Die nächsten 3 Plätze sind jeweils 3 Spiele und dann sind wir auch schon im Tabellenkeller mit 2 Spielen. Also Völlegeier muss. Showdown aber auch, um oben dran zu bleiben. Oder muss ebenfalls, sonst wird das kosten, zu bleiben. Schulam verliert den Center-Spieler. Was ist auch zu erwarten, dass der Tag heute ziemlich interessant wird, da das ganze obere Feld heute gegeneinander spielt, beziehungsweise gespielt hat. Wurde die Tabelle gut durchgemischt. Im oberen Teil. Ach Junge. Kommt da das One for One gleich? Oh. 2-for-1, 3-for-1. Du hast gerade Time, oder was? Und Showdown, Game Over! 3 for 1. Hast du da Wischen gesehen? Ah, okay. Ja, 3 for 1 gegen die Völlegeier.